Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer Brandenfolge Need for Speed. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn es heute wieder heißt, das Nachtrennen wartet auf uns hier in Ventura Bay. Need for Speed spielt ja bekanntlicherweise nur nachts, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben auf jeden Fall noch einige Rennen vor uns hier. Und wenn mal eine Folge ausfällt, bitte unbedingt auf Facebook und auf Twitter vorbeischauen. Das findet ihr mal unter diesem Video. Und ich habe hier ein bisschen noch was gepimpt. Ich finde das hinten, der Spoiler, der passt gar nicht auf den Wagen drauf. Aber man muss ja einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, ich habe auch ein Bodykit neues geholt und ich habe neue Reifen reingeballert. Ich habe den Motorblock, der hat ein neues Nitro reingehauen. Der Wagen hat über 700 PS. 720, glaube ich. Kann man machen. Oh, 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 da kommen die Herrschaften, die Cops. So, ich bin mal gespannt, welches Rennen wir heute fahren müssen, denn wir sind ja schon ein bisschen weiter in der Story jetzt. Das ist ja jetzt schon ich weiß gar nicht, welche Folge das hier ist. Wir müssen mal Folgennummern da zusammen verlangen. Muss ich mal wieder echt machen. Haben ja auch welche geschrieben. So, wir fahren jetzt mal hier ein neues Rennen. Wir brauchen nämlich Geld. Ja, ich habe nämlich alles verbraten. Absolviere die Route mit Sprüngen, Driften und Style. Finde die Balance zwischen Speed und Style und komme innerhalb des Zeitlimits ins Ziel. Erreiche den Zielpunkt, um zu gewinnen. Okay. Klingt ja interessant. Werde ich sowieso wieder verkacken. So, dann mal go. Übertrifft die Zielpunktzahl mit Amy. Worauf wartest du, Mann? Ab an den Start. Jetzt bin ich mal gespannt. 700 PS haben sie auf jeden Fall in sich. Ja, toll. Der Nitro müsste eigentlich jetzt auch viel schneller aufladen, weil wir ja ein verbessertes Nitro-System in der Karre haben. Hey, ich bin's, Aim. Hier kommen ein paar Leute zusammen, die bald einiges starten wollen. Noch ist Zeit, um herzukommen, aber nicht zu viel. Naja, wir sehen uns. Also Respekt an die Amy, die gerade hier ein echt knallhartes Rennen fährt und dabei noch telefonieren kann. In der Hinsicht ist Need for Speed ein bisschen strange, wie ich finde, aber okay. Oh! What the fuck, habt ihr das gesehen? Okay. Boah, die Alter! Wir haben jetzt noch die Cops an der Backe. Okay, dieses Rennen ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Oh, der Drift war nice, okay. Der nicht. Hey, boah. Bro. Robin lobt dich in höchsten Tönen. Also los, lass die Drift-Magie raus. Komm vorbei, wenn du kannst. Bis später, Mann. Okay, Mann. So, 24 haben wir jetzt schon. Oh, wir haben das schon erst geknackt, aber wir haben natürlich Zeit. Eine Minute und 24 Sekunden noch. Was müssen wir denn hier machen? Hier rumdriften, okay. Fahren wir durch so eine Art Park oder was ist das? Jo! Ich fand's aber geil, wie gerade einer der, ich weiß nicht wer das war das die Amy, die so abgehoben ist und die konnte dabei telefonieren. Zack. Zack. Oh, nein! Hab ich den Betäubung genommen, ja, ne? Was sind wir denn jetzt hier? Ist der perfekte Untergrund für die Karre hier. Yeah. Und nochmal, komm. Alter! Krass. Was haben wir denn noch? Oh, 30 Sekunden. Oh, scheiße, scheiße. Noch 30 Sekunden und wir müssen noch. Okay, okay. 20 Sekunden. Ah, da vorne ist Gott sei Dank das Ziel. Und super Job! Mal gepackt, Leute. Wie viel gibt's denn dafür? Oh, 7000, guck mal. Wollen uns ja bald auch mal eine neue Karre kaufen. Ein Lambo oder sowas. Steht hier mal an. Also, in Bälde. Ja. Ah, guck mal, Level 25. Und wir haben einen Batzen Erfahrungspunkte bekommen. Okay, wir können direkt mal zum nächsten Rennen rüber jumpen. Ist ja eigentlich nur so, dass man ein Rennen voll. Also man fährt ja ein Rennen nach dem anderen. So läuft Need for Speed. Logischerweise. Ich soll zu Spike. Ne, ich soll mal reingucken. Okay, wo ist denn Robin? Ach, die ist hier. Okay, oh, da haben wir aber weit.
Wir können ja irgendwie uns dahin teleportieren, ne? Speedwall. Ne, Speedwall ist, glaube ich, was anderes. Wie geht das mit dem Teleportieren denn? Weiß das einer? Ich habe keine Ahnung. Hier steht auch nichts. Kann man nur Icons ausblenden? Ah, Screenshot. Was ist das denn hier? Ah, Teleport. Ah, okay. Na gut, da muss er erstmal drauf kommen. So, machen wir mal schnell einen Teleport hier. Damit wir auch nämlich wissen, wo wir denn hin müssen. Und da sind. Wir wollen ja jetzt erstmal ein bisschen Rennen fahren und wieder Erfahrungspunkte sammeln. So. Nee, doch an. Der UEL. Oh, ich könnte es nicht schnell lesen, warte mal. So, Speedwall, okay. Touché. Hügel im Mondlicht. Komm in die Top 3 im Touché cool. Mit Robin. Typen können wir was zeigen. Bereit? Also auf wir müssen immer in dieser Kolonne jetzt bleiben. So. Also wichtig ist eigentlich, wer da die meisten Punkte mitmacht und nicht wer Erster ist. Aber ich möchte der Erste sein. Oh, Tommy ist auf Platz 1, okay. Robin zieht an uns vorbei. Lassen wir die Lady mal zuerst fahren. So, jetzt dürfen wir schon bald. Oh, jetzt dürfen wir Platz 1 erreichen, oder? Alter, was mach ich denn da? Boah. Ja, wir sind auf Platz 1, aber Robin ist auf Platz 2. Oh, jetzt sind wir wieder. Colleen ist jetzt auf 1. Ja, okay. Komm. Den Sack machen wir dazu hier. Zweiter Platz ist überhaupt keine Option. Zack. Wir müssen ja immer bei ihm bleiben, leider. Boah, wir haben uns aber einen guten Vorsprung hier aufgebaut. Sehr schön. Boah. Okay, also wenn ich in dieser Welt leben würde, immer im Dunkeln nur draußen rumhängen würde, wie Jürgen Domian, wäre ich ja irgendwann, da würde ich irgendwann wahnsinnig werden, weil ich würde ja auch mal die Sonne sehen wollen, aber die Herrschaften, wir gehen auch nicht schlafen, wir nehmen jeden Tag das Gleiche an. Wir haben irgendwie komische Frisuren. Wieso endet das Event denn? Aber war es zu weit weg oder was? Oh, 115, ey, der fährt einfach der KI-Wagen gerade Bulldozer voll abgeräumt, ja. Okay. Easy peasy, haben wir auch gepackt, ey. Ich guck mir wieder mein Handy, pass auf, so ist die Mechanik von Need for Speed. Komm, wow, was war das denn? Für ein geiles Rennen, was ist denn hier? Für ein geiles Rennen. So, da fahr ich noch mit dem Auto hin. Siehst du, pass auf. Super Drift. Wie Spike immer sagt. Echt jetzt? Ich fahre nach Hause. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Oh, klar, Mann. Okay, bis dann. Komm gerne vorbei. Dann driften wir mal schnell da hoch und machen noch das eine Rennen und gehen wir mal die Robin besuchen. Entwickelt sich deine Love Story hier nicht für Speed? Ich glaube eher nicht. Die Charaktere sind irgendwie sehr oberflächlich. Ich könnte mal sagen, wie ihr die Charaktere so findet. Ja, das war auf jeden Fall mega Drift, Dennis. Das ist richtig gut über. Hey, bin ich irgendwie noch nie lang gefahren, okay? Boah.
Okay, haben wir uns zu viel reingeballert. Ey, was nehme ich denn hier gerade alles mit? Warum? Oh. So, 0,5 Kilometer noch. Ach, zu früh! Mann! Hier bin ich schon lang gefahren, hier kann ich mich dran erinnern. Guck mal, hier können wir ein Foto machen. Machen wir doch noch ein schönes Foto, oder? Für unser Album. Können wir später unseren Enkel zeigen, wo wir alles waren in Ventura Bay. Guck mal hier. Nimm den Truck hier. Hallo, ein Foto bitte. Sinners Peak Observatory. Das sind nämlich diese Sammeldinger hier. Da ist noch ein Donut. Komm, den machen wir auch noch schnell. Donut zum Sammeln. Chuck and Chip. Das ist schon der 11., den wir haben. Sehr schön. Warte mal. Da unten. Hey, haben wir das nicht schon gemacht? Hä? Haben wir das Rennen nicht gerade schon gemacht? Warte mal. Nee, doch nicht. Mit Menü haben wir es noch nicht gemacht. Warum sollte es auch da angezeigt werden? Achso, wir mussten mit Robin und jetzt mit ihm. Okay. Underground, yo. Need for Speed Underground, das ist das einer der Titel, den Leute immer noch als das beste Need for Speed sehen. Leider gibt es ja keine Unterbodenbeleuchtung und so hier bei Need for Speed, was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß halt nicht, was ich will. Sieh doch mal, ist doch nur eine Ausrede. Lass uns das jetzt nicht tun. Warum? Wegen unserem neuen? Spike! Lass es! Hey, was denn? Bin raus. Was ist dein Problem? Was nicht? Sehe ich auch so. Lass uns chillen. Was meinst du? Kann ich. Hab noch einiges vor. Zum Beispiel? Einiges. Also, ich brauche eine Pause. Eine dieser Nächte, ha? Ja, eine dieser Nächte. Ich sehe euch später. Geile ist, der Menü fährt hier gerade auch so ein Rennen und telefoniert noch in aller Ruhe, macht noch eine Telefonkonferenz. Das ist ein bisschen strange, dass es so gemacht ist. Ach scheiße, jetzt hat er nicht aufgepasst. Wie allzu oft in meinem Leben, liebe Freunde, ich passe nicht auf. Aber wir sind auf Platz 1, aber doch nicht. Aber das ändern wir mal schnell. Ja, lass die ruhig vorbeiziehen. Jo, der hebt ab. Jetzt sind wir schon bei 30.000. So, 32.000, aber wir sind auf Platz 3 erst. Muss also einen geilen Drift hinlegen. So, der hier zum Beispiel, der war gut. So, oh, boah, jetzt haben wir mal mega Punkte. Ja, Mann. Oh, wir haben einfach mal das Doppelte wie der andere. Auf der 2. Gabriel. Sieh mal, Gabriel kann auch driften. Sieh an, Gabriel. Ich bin der Master. Master of Disaster, wenn schon. Boah, das war der super Drift. Aber wir haben es gepackt, Leute. Super. Wie viele Punkte? 134.000 fast. Und 4.000 haben wir gekriegt. Ja, das war eine neue Folge. Auf jeden Fall Need for Speed. Die nächste Episode gibt es dann morgen, liebe Freunde. Ich würde mich freuen. Und wie gesagt, wenn eine Folge aushält, bitte Twitter und Facebook im Auge behalten. Findet ihr immer unter diesem Video verlinkt. Und dann wisst ihr Bescheid. Und am kommenden Sonntag, also morgen, mache ich einen Livestream um 20 Uhr. Kein Science of Gaming Livestream, sondern einen privaten Livestream, wo ich ein bisschen zocke und ein bisschen quatsche. Wenn ihr wollt, schaltet ein auf Twitch. Jung.
Ja, lasst mal labern. Auf Twitch findet ihr auch unter diesem Video verlinkt. 20 Uhr am Sonntag. Bis dahin. Icons can drive you, push you to the edge, and around here they will inspire you. For some, style is all that matters. Others build, searching for perfection. The fearless always push the limit or crave the thrill of the chase. Some only ride with their crew, but all do it for the reputation. How you drive, it's up to you. Like I hit the powerball, that's all eyes is on me. Fold it off like softball. Hoping that your people fall, wishing death upon me. But I'm here for everyone. I just give my face on. Say no wrong to me now. How will they remember you?